Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Derby County Karriere. Ja Leute, heute haben wir folgende Spiele, den kompletten August, weil da eben die Transferphase ist. Und ich denke, wir werden auch hier jedes Spiel simulieren. Vielleicht gehe ich in ein Spiel in normale Simulation, müssen wir einfach mal schauen. Ich werde auch was selber spielen und ich überlege mir, dann nochmal Plymouth Argyle schnell simulieren, dann gegen MK Dons auswärts selber zu spielen. Wir sind direkt beim Spiel gegen Flatwood Town. Das erste Spiel in dieser Saison, da starten wir direkt rein in die Schnellsimulation und wir gewinnen mit 2:1. Eigentlich müssen wir auch direkt wieder aufsteigen. Nach dem Zwangsabstieg, Knight und Lovrance treffen bei uns, Harrop bei Flatwood Town. Ja, jetzt kommt der Pokalspiel, EFL Cup gegen Nottingham Forest, diesen zweite Liga. Mit denen haben wir nicht die Champions League, glaube ich, gewonnen, aber waren knapp dran. Hier verlieren wir mit 3:0. Bei Nottingham treffen Davies doppelt und Ojeda. Nächstes Spiel gegen Crew Alexandra. Die haben ihr Spiel verloren, sind aber mit dem 21. Platz. Starten wir rein. Verlieren mit 2:1. Bei uns trifft Plaint. Bei Crew Alexandra Gomez und Kashket. Wir haben einen verkauften Spieler, einen Stürmer, Colin Kasim Richards, der ist 34, geht zu Gaziantep für 620.000. Nächstes Spiel ist gegen Shrewsbury Town, die sind auf Platz 23, starten wir rein in die Schnellsimulation, gewinnen mit 2:1. Block Sam trifft bei Shrewsbury, bei uns trifft Lawrence doppelt. Nächstes Spiel gegen Doncaster, die sind auf Platz 11, auch hier starten wir rein in die Schnellsimulation und gewinnen mit 2:1. Lawrence und Bird treffen bei uns, bei Doncaster Dodo. Nächstes Spiel gegen Wigan, die sind auf Platz 9, auch hier starten wir rein in die Schnellsimulation, gewinnen mit 0:1, Bird trifft. Jetzt der Pokal, das ist die EFL Trophy, das ist die Checker Trade Trophy oder wie die heißt. Gehen wir rein gegen Lincoln City, die eigentlich ein gutes Team sind. Wir gewinnen mit 4:2. Hopper trifft doppelt bei Lincoln. Bei uns Bird und Lawrence dreimal. Wir holen neuen Innenverteidiger Ben Cabango von Swansea City. 4 Millionen, 3,9 Millionen Marktwert, würde ich sagen. Holen Sie ihn. 10.500 Gehalt und damit haben wir Ben Cabango. Sein Marktwert geht sogar noch um 400.000 hoch. Dann sehen wir Iron Cashin geht zu June Gardens für 39.000. Ebiowe und Thompson sind für 2 Jahre ausgeliehen. Ebiowe zu Heidenheim und Thompson zu Alkmaar sind 2 gute Talente. Dann haben wir 2-monatige Scouting-Updates. Das erste hier aus England. Schauen wir mal ganz kurz rein, ob hier vielleicht ein gutes Talent dabei ist. Das ist leider nicht der Fall. Wie sieht das Ganze beim nächsten Scout aus? Den haben wir nach Holland geschickt. Genau, ganz vergessen, weil ich die erste Folge recht früh aufgenommen habe. Max Janssen, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ansonsten ist kein gutes Talent dabei. Hervorragende Jugendarbeit, danke. Aber diesen Jugendspieler hier möchte ich mir erstmal anschauen. Linksverteidiger, 1,70 groß, heißt, der bleibt auch Linksverteidiger, könnte Innenverteidiger spielen. Aber da er eben halt nicht so groß ist, lassen wir den eben auf der Linksverteidigung. Jetzt kommt das Spiel gegen Plymouth Argyle. Ich habe überlegt, dass heute wird es eine Simulationsfolge, weil wir eben in der Transferphase waren. Nächste Folge kann es dann richtig losgehen mit selbstgezockten Spielen. 2 Spieler sind bei der Nationalelf, wir gewinnen trotzdem. McCowart und Byrne treffen bei uns, Kamara bei Plymouth Argyle. Nächstes Spiel gegen MK Dons, die sind auf Platz 7. Auch da starten wir rein in die Schnellsimulation, gewinnen mit 0:1. Bei uns trifft Plank. Das nächste Spiel gegen Cambridge, die sind auf Platz 6. Auch hier starten wir rein in die Schnellsimulation, spielen 0:0. Ich habe mir überlegt, bis zum 10. Spieltag nehme ich die Spiele noch mit, heißt es noch 2 Spiele. Charlton Athletic heißt das nächste Spiel, gewinnen wir mit 0:5. Bei uns treffen Lawrence und Playing doppelt und Knight einmal. Und gegen Burton Albion gewinnen wir auch nochmal 2:1, weil Mould zuerst trifft und dann verschießt ein Elfmeter. Bei uns treffen Watson und Knight. Zum Ende der Folge haben wir nochmal 2-monatige Scouting-Updates, wieder das erste aus England. Ist der vielleicht ein gutes Talent dabei? Nee, leider nicht. Er hat kein gutes Potenzial, aber eine gute Gesamtstärke hätte er gehabt. Wie sieht das Ganze hier beim Scout aus? Der Niederlande aus Peter Prinz. Ein Torhüter, da ist aber unser Ramirez schon besser. Aber dann kommt Marvin, Cock, Cook, wie auch immer. Ich glaube eher Cock. Ja, komischer Name, aber guter Spieler anscheinend. Er hat eine 6 und... Ah, nee, das ist Max Janssen gewesen. Wo war denn jetzt dieser Cock? Da unten ist er. Eine 65 hat er. Rechter Außenverteidiger. Wir kriegen die ganze Zeit nur Verteidiger. Können wir den irgendwie umformen? Irgendwie das rechte, linke Mittelfeld? Nee, das dauert ewig. ZDM können wir ihn machen, ne? Okay, da würde ich sagen, machen wir das erstmal. Und da würde ich sagen, war es das von dieser Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Das war's, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.